So, hallihallo und herzlich willkommen beim dritten Teil der Tropical Rainforest Frogs von Colorata. Und ich habe im letzten Video total vergessen, die beiden letzten Fröschchen hier mit den Abbildungen hier in dem Heftchen zu vergleichen. Und ich halte den einfach mal daneben hin. Und so könnt ihr schön sehen, dass die Abbildung hier nicht lügt. Ihr kriegt hier wirklich genau das als Figur, was ihr hier seht. Also richtig schön gearbeitete Figuren. Absoluter Hammer. Hier noch unseren Nasenfrosch. Den halte ich auch noch hier hin. Also guckt euch das an. Die Figuren sehen in echt wirklich noch schöner aus als die Abbildung. Ich hole ein bisschen näher her. Also ganz, ganz tolle Figuren. So, alles klar. Was haben wir als nächstes im Programm? Ah ja, der Clown Tree Frog. Der Clownfrosch. Er hat hier den lateinischen Namen Hyla leucophyllata. Er wird ca. 3 bis 4 cm groß. Man findet ihn am Amazonas und Guyana. Auch er ernährt sich natürlich von Insekten und Gliederfüßlern. Und hier haben wir einen Baumbewohner und der ist nachtaktiv. Mal was ganz anderes. Hier ein ganz, ganz nettes Fröschchen auf einem Blatt. Und da gucken wir gleich, ob wir den hier finden. Wäre schlimm, wenn nicht. Ah, hier haben wir ihn schon. Hier. Ach, der sieht klasse aus. Ich muss jetzt wieder die Kamera ein bisschen runter machen. So, alles klar. Hier haben wir unseren Clownfrosch. Ah, das ist eine echt schöne Pose. Eine richtig schöne Stellung auf dem Blatt. Boah, klasse, toll. Hier haben wir die Unterseite. Natürlich made in China, was auch sonst. Und auch das schneide ich hier ganz schnell, ganz vorsichtig auf. So, okay. Und dann schauen wir uns den mal an. Ist das nicht toll? Auch eine richtig schöne, typische Stellung. Klasse, ich mag das, wenn Frösche so leicht angewinkelt da sitzen. Also echt, ein wirklich ulkiger Geselle. Und die Dinger sind so fast Originalgröße, denke ich mal. Also ist echt klasse, was heißt fast? Ich denke mal, das ist tatsächlich Originalgröße. Auch er ist schön bemalt, also die Farben sind schon toll. Ja. Und dann hier noch auf diesem Zweig, auf diesem Blatt hier. Das gefällt mir schon richtig gut. Kann ich es jetzt mal lesen, was hier steht? Ich kann das echt so schlecht lesen. Mann, das ist ja echt... Doch, jetzt kann ich es lesen. Also, Copyright 2006 Colorata Clown Tree Frog. Na also, jetzt klappt es doch. Ja, und das ist ein ganz weiches Plastik. Hier das Blatt, das könnt ihr ein bisschen bewegen. Allzu fest würde ich es allerdings nicht machen. Nicht, dass das hier abbricht. Und ja, es ist so ein bisschen, ich habe mal irgendwann gefragt, wo hört Plastik auf und wo fängt Gummi an? Ich kann das als teilweise gar nicht so richtig einschätzen und weiß als auch gar nicht, was ich sagen soll. Ist es jetzt Plastik oder ist es Gummi? Also ich würde sagen, es ist ein ganz weiches Plastik, für mich ist es noch nicht Gummi. Die Frösche selber, die sind natürlich wieder ein bisschen fester. Naja, wie auch immer. Also, jetzt schauen wir uns den mal an. Der ist ganz einfach schön bemalt in so einem Rotbraun. Und auch hier haben wir auf der Unterseite ein ganz, ganz anderes Braun als auf der Oberseite. Also die Oberseite ist so ein richtig sattes Rotbraun oder rötliches Braun. Denn hier die Füße, die Saugnäpfchen, die sind nochmal extra in einem noch roteren Braun bemalt. Ja, und hier auch nur die hinteren Füße, die vorderen hat man braun gelassen. Ansonsten, die Augen wurden hier auch gold bemalt. Ich finde, Gold ist somit die beste Farbe, die man für so Amphibienaugen überhaupt auswählen kann. Finde ich richtig gut, finde ich klasse. Und dann auch die Streifen, die sind in so einem Cremeweiß hier aufgemalt. Und der ganze Frosch, die ganze Pose gefällt mir richtig gut. Schön, auch hier noch eine kleine Falte hier reinmodelliert nach der Seite, wo der kleine Baumsteiger hier schaut. Das gefällt mir richtig gut. Also ein richtig schönes Fröschchen. Auch hier das Blatt schön mit Blattnarben hier modelliert. Das kleine Blättchen noch an dem Zweig. Und der Zweig, der verzweigt sich auch richtig. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Also billig ist es definitiv nicht gemacht.
Das muss man ganz klar sagen. Jetzt die Unterseite von den ganzen Blättern, da hat man überhaupt nichts mehr reinmodelliert. Das hat man nur oben drauf gemacht, aber wie schon gesagt, halb so wild. Ja, auch dieses Modell werde ich mal ganz kurz vermessen. Hier erstmal der Frosch. Wir haben hier eine Körperlänge. Moment, ich muss aufpassen, dass ich wieder nicht zu weit links halte. Hier eine Körperlänge von circa 4 cm. Wenn ich ganz grob den kompletten Frosch hier messe, also mit seinen Saugnäpfchen, ja, da kommen wir aber auch auf circa 4 cm. Also ist egal, ob ich hier die Schräge nehme oder die Länge. Unglaublich, ne? Ist auch wieder eine optische Täuschung. Man meint, so wäre es länger als so, aber wir haben hier auch 4 cm. Echt erstaunlich. Ja, und das ganze Modell, wir haben hier komplett eine Länge von, na, ich sag mal 8 cm. Ja, 8 cm hat er. Schön, man kann das Blatt auch schön hier hinlegen. Ja, es kippt nicht um. Er sitzt hier wirklich ganz, ganz toll drauf. Unser Clownfisch, ich zoome mal ein bisschen näher. Clownfisch. Ich habe gerade Clownfisch gesagt. Könnt ihr mal sehen. Clownfrosch. Unser Clownfroschi, Froschi, Froschi. Heißt er jetzt wirklich nur Clownfrosch, weil er so eine, ja, weil er so eine Bemalung hat, wie, ihr wisst ja, die ganz alten Clowns, diese Harlekins, die haben ja das Gesicht immer ganz weiß bemalt und dann so schwarze Tränen unter den Augen. Ist man daher auf Clown gekommen oder macht es dieser Frosch ganz clever? Und wenn mal keiner guckt, dann macht der Frosch das. Tja, so irgendwie, ne? Vielleicht ist es seine Verteidigung oder er lacht sich halt krank, wenn die ganzen hier Besucher durch den Wald vom Amazonas gelaufen sind und alle hier Kniebundstrumpfhosen anhaben oder so irgendwas. Und Tropenhelme auf, da könnte ich mich auch jedes Mal totlachen. Also von dem her heißt er vielleicht darum Clownfrosch. So. Okay, das dazu. So, muss ich wieder ein bisschen höher gehen. So, jetzt holen wir wieder hier unseren Guide, unseren Führer. Oh, habe ich gerade Führer gesagt? Ich meine, unseren Froschguide, unser Heftchen. So, und ja, jetzt halte ich mal den Frosch hier daneben. Moment, habe ich wieder rausgezoomt, richtig? Aha, so, jetzt stimmt's. Also, seht ihr das, wenn ich das so hinhalte? Das ist doch echt klasse, oder? Wie schon gesagt, der kommt in echt viel, viel besser als auf der Abbildung. Ein richtig, richtig schöner Frosch. Klasse. Also ich bin jetzt schon absolut begeistert von dieser Box. Ich werde langsam, aber sicher immer mehr Fan von dieser Firma, von Colorata. Also Hut ab, was die hier machen. Ganz, ganz große Klasse. Super, super gut. Okay, und die Frösche sehen halt auch wirklich klasse aus, ja, wenn er sie so nebeneinander stellt, ja, guckt euch das an. Ist das nicht ein Weltklasse-Bild, wenn ihr die so alle hier so sitzen habt? Ich finde das echte Burner. Mein Gott, Amphibien sind so wunderschöne Tiere, das sind echt so kleine Perlen im Wald, ganz großartig. Selbst unsere einheimischen Lurche, mein Gott, wir haben so schöne Lurchtiere hier in Deutschland. Der reine Wahnsinn. Aber ich darf mich hier nicht zu lange aufhalten, sonst wird das Video wieder viel zu lang. Oh Mann, okay. Halt, jetzt muss ich wieder hoch machen. Oh, Rupi, Rupi, Rupi. So, okay. Jetzt kommen wir zum Red-Eyed Tree Frog. Zum Rotaugen-Laubfrosch. So, sein lateinischer Name lautet Agalychnis calidryas. Das klingt eigentlich griechisch, oder? Ich glaube, ich könnte mich jetzt mit jedem Griechen unterhalten. Liebe Zeit. Also, er hat eine Größe zwischen 3 und 7,5 cm. Hier lebt in Mexiko, Panama, ernährt sich natürlich von Insekten und Gliederfüßlern. Vielleicht steht hier auch irgendwann mal Schnitzel, Cordon Bleu oder Käsekuchen. Wie sieht's aus mit Gummibärchen? Naja, so, also, auch er lebt in den Bäumen und ist nachtaktiv. Unser Rotaugenfrosch. Also die roten Augen kommen definitiv nicht von zu viel Fernsehen. So, und ich gucke jetzt mal hier, wo haben wir ihn? Hier ist er.
Boah, ein Riesenmodell. Schaut euch das an. Und er klettert tatsächlich auf so einem Zweig. Boah, und toll bemalt. Das sehe ich schon durch die Tüte. Hammer, 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 Hammer. Was ein schönes Modell. Boah, muss ich gleich auspacken. So, schneide ich mal hier auf. Schere, Schere, Schere. Schnipp, Schnapp, schnippel die Schnäuz. Okay. Und ja, jetzt schauen wir uns den mal an. Guckt euch das Teil an. Die Farben sind ja echte Wahnsinn. Super schön, echt toll gearbeitet. Keine Schmierer und nichts, das sehe ich jetzt schon. Boah, richtig schön. Boah, wahnsinnig viele Farben. Wir haben hier grün, wir haben hier gelb, wir haben hier blau. Wir haben hier rot an den Füßen, an den Augen und ein weißer Untergrund. Und dann hier, schaut euch, dieses himmelblaue Muster hier unten. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Der Zweig ist auch wirklich nett gearbeitet und hier sieht man noch ein bisschen Boden. Also das ist schon ein richtig schönes, großes Modell. Was haben wir denn hier für eine Größe? Messe ich gleich mal. Also alleine der Frosch hat eine Größe von, ich sag mal, 5,2 cm. Und das ganze Modell, ich stelle es mal hier hin. Das hat eine Höhe von ja, 7 cm. Wenn ihr das Auge hier mitmesst, habt ihr 7 cm. So sieht er aus. Boah, ist das ein tolles Modell. Also da freue ich mich jetzt richtig. Ist ja der Hammer. Guckt's euch an. Die Augen richtig schön gemalt hier. Ein schwarzer Lidstrich drumherum. Dann dieses Rot von dem Auge. Ganz toll gewählt. Ein richtig schönes dunkles Rot. Und die senkrechte Pupille, dann auch das Grün, also wirklich toll gewählt. Ein richtig, richtig schönes, intensives, sattes Grün und auch das Gelb. Toll, echt toll. Dann hier an der Flanke dieses blaue Muster, so wie bei den echten Fröschen. Wirklich, wirklich richtig schön bemalt. Boah, und dann die roten Füße hier, hammermäßig. Und dieses Blau, das flasht mich echt. Das ist so eine schöne Farbwahl. Ich meine, das ist ja echt. Das ist ja nicht irgendwie erfunden. Das ist Natur. Sowas findet ihr draußen in der Natur. Jetzt nicht hier bei uns in Europa, aber eben auf unserer wahnsinnigen Welt. Ist das nicht irre? Gott, unsere Erde ist schon ein toller Planet. Das muss man schon ganz klar mal sagen. Und wir wissen nichts Besseres, als im Wald unsere Mülltüten wegzuschmeißen. Wir Menschen sind so bescheuert, ganz ehrlich. Ihr könnt jedes Mal kotzen, wenn ich sowas sehe. Sorry. Und sowas überpiep ich auch nicht. Das muss man echt an jeder Ecke sagen. Wie kann man so rücksichtslos mit unserer Natur umgehen? Genauso, wenn es mal geregnet hat und ich sehe wirklich hunderte von überfahrenden Kröten und Salamander auf der Straße zerquetscht rumliegen. Da könnte ich heulen, ganz ehrlich. Warum kann man nicht ein klein bisschen aufpassen, was man macht? Menschenskinder, das ist so schwer. Ich schaff's doch auch, dann schaffen es doch auch andere. Heieieiei. Also Leute, mehr muss ich zu diesem Modell, glaube ich, gar nicht sagen. Also richtig schön großartig. Das ist Lernspielzeug. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist ganz, ganz großartig. Und dann natürlich noch dieses Begleitheftchen hier dazu, wo die ganzen Daten hier erfasst sind. Also ich bin total begeistert. Schaut's euch an. Ich halte das Modell hier nochmal neben die Abbildung hier im Heft. Das ist also wirklich fast noch schöner wie die Abbildung im Heft drin. Wahnsinn. Und wenn ihr die Figur dann tatsächlich mal in echt vor euch habt, dann wisst ihr, von was ich euch hier so vorschwärme. Also ganz, ganz großartige, schöne Figur. Und ich finde, das hat auch noch irgendwo eine Größe, wo man sich wirklich freuen kann. Ganz, ganz klasse. Nicht so winzig und klein, wie es manche Hersteller machen. Nein, wir haben hier eigentlich eine Life-Size-Figur, eine richtige Größe. Und das ist also ganz, ganz toll. Richtig, richtig klasse. Daumen hoch, Colorata. Anders kann ich das hier gar nicht verdeutlichen. Super, absolut klasse. Spitzenmäßig. Ich glaube, das versteht jeder Mensch auf der Welt. Da muss ich jetzt kein Japanisch können. Ja, super, okay. Dann machen wir gleich weiter.
Ich weiß, ich halte mich wieder viel zu lange an den Figuren auf, aber ihr seht ja, die sind echt schön und die einfach nur so zack, zack, zack durchzunehmen, das ist auch wieder schade. Okay, wir haben hier Amazonian Milk Frog. Der hat den deutschen Namen Baumhöhlenkrötenlaubfrosch. Müsst ihr euch mal geben. Mir ist schon klar, warum die da hier eine Kröte eingefügt haben. Ja, hier so kleine Wärzchen, aber echt auch wieder eine Spitzenbemalung. Beziehungsweise, wie schon gesagt, es gibt ja ein lebendes Vorbild. Unsere Natur. Der absolute Hammer. Lateinischer Name, Prunoias Resinifictris, Resinfiguren, klasse. Größe, oh, der ist schon größer. Wir haben hier eine Größe zwischen 6 und 10 Zentimeter. Und ihn finden wir in Ecuador, Brasilien, Venezuela, Guinea. Auch er ernährt sich natürlich von Insekten und Gliederfüßern. Auch er lebt auf Bäumen und ist nachtaktiv. Und hier, wie schon gesagt, immer die Karte, wo ihr sehen könnt, rot eingezeichnet, wo man dieses Tier auf unserer tollen Welt hier findet. Okay, ja, dann suchen wir den auch mal. Ah, hier habe ich ihn schon, oder? Ja, doch, hier. Hier haben wir ihn, das ist er. Okay, also schauen wir uns den mal aus der Nähe an. Hier die Unterseite, sehe ich schon, da hat man wirklich nichts dran gearbeitet, aber das ist vollkommen egal. Allein schon, wenn er den so hier ins Regal stellt, das sieht ganz toll aus. Also drum packe ich den auch ganz schnell aus. Hier schnell aufschneiden. So, unser Baumhöhlenkrötenlaubfrosch. Schaut euch an. Hier findet ihr echt alle Brauntöne. Ganz, ganz toll. Richtig schöner Frosch. Boah, und er hat auch schon eine richtig tolle Größe. Also der ist schon um einiges größer als die anderen Frösche. Klasse. Also schaut es euch an, die Unterteilung, diese braunen Farben hier sind ganz, ganz toll. Richtig schön. Hier haben wir so ein beigebraun hier vorne, dann richtig sattes Braun. Das ist unterteilt durch diese Streifen hier. Und dann geht es wieder in dieses Braun über, in das Hellbraun über. Und selbst hier an den Beinen, schaut mal, wie schön der angemalt wurde. Ist das nicht toll? Dann hier die Saugnäpfchen, extra noch in so einem Grau bemalt. Hier ebenfalls, auch vorne an den Füßen. Und das Auge hier hat man richtig schön gemustert. Toll, klasse. Das ist so eine total metallische Farbe. Und dann hier mit so vier schwarzen Streifen in alle Richtungen. Das sieht schon also echt bombenmäßig aus. Ich sag's euch, wenn ihr die Figur tatsächlich mal in echt vor euch habt, dann wisst ihr, was ich meine. Ganz großartig. Ich glaube, das Teil kommt gar nicht so gut auf Film rüber, wie es hier jetzt aussieht. Klasse. Sieht eigentlich aus wie eine Praline. Könnte man gerade reinbeißen, oder? Was ich natürlich nicht tun werde. Klasse. Super. Ja, also, wie schon gesagt, die Unterseite hat man hier einfarbig gelassen. Da hat man gar nichts gemacht. Aber halb so wild, wie schon gesagt, wenn ihr den Frosch, dieses Modell hier hinsetzt, dann wisst ihr, was ich meine. Da sieht man eh keine Unterseite. Also, was soll das? Richtig schönes Modell. Und hat auch schon, ihr seht es an meiner Hand, eine richtig schöne Größe. So, ich messe mal kurz, wie groß er ist. Wir haben hier schon eine Länge. Ich messe ab den Saugnäpfen bis hinten zu den Beinen. Wir haben hier schon eine Größe von 6 cm. Also, auch schon wirklich eine schöne Größe. Ja, auch hier ganz viele Wärzchen mit eingearbeitet und selbst diese Wärzchen hat man noch bemalt mit dieser hellen Farbe. Ja, ich denke, man kann es schön sehen. Also das ist kein Glanz, das ist tatsächlich Farbe, die man auf jedes Wärzchen hier drauf getupft hat. Klasse, also wirklich ein klasse Frosch hier. Unser Baumhöhlenkrötenlaubfrosch. Und wenn der sich wirklich in Bäumen aufhält und der Baum eine entsprechende Rinde hat, könnt ihr euch vorstellen, wie unfassbar gut der getarnt ist, oder? Wahnsinn! Was haben wir für fantastische Amphibien auf unserer Welt? Mann, 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 Hammer! Ich liebe diese Tiere über alles. Der reine Wahnsinn. So, jetzt tun wir es gleich nochmal hier mit der Abbildung in unserem Heftchen hier vergleichen. Ich halte ihn so daneben und ihr seht, oh, Kamera wieder hoch, und ihr seht, dass
das Modell um Klassen besser ist als die Abbildung. Also sowas erlebt man auch wirklich selten. Im Gegenteil, die Abbildung ist um Klassen schlechter als das Original. Wahnsinn. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Normalerweise ist es andersrum. Ja? Seht euch nochmal die ganzen Fleckchen hier, den er am Fuß hat. Ja, die ganzen kleinen Farbkleckschen an den Beinen, das ist irrsinnig aufwendig bemalt. Also da sitzt so ein Painter, so eine Painterin auch ihre Zeit dran, bis die Figur hier komplett bemalt ist. Also Hut ab vor dieser Serie. Okay, so, jetzt nehmen wir noch diesen Ornate Horned Frog dran, und zwar den Hornfrosch. Sorry, wenn ich die Namen teilweise falsch ausspreche. Aber ich denke, ihr werdet es überleben. So, lateinischer Name. Ceratophyrus ornata. Cerato kennt ihr teilweise von den Sauriern her. Hier haben wir schon eine Größe von 10 bis 12,5 cm. Man findet ihn in Argentinien, Uruguay, Brasilien. Und er ernährt sich von Insekten, von Gliederfüßlern, von anderen Amphibien. Böser, böser, böser. Von Reptilien. Böse, böse. Und kleineren Tieren. Also sprich, dieser Frosch besteht eigentlich nur aus Maul und frisst alles, was in ihn reingeht. Alles, was kleiner ist wie er, wird gefressen. Heieieiei. Ich hatte mal Grabfrösche. Australische Grabfrösche. Wer die kennt, das gibt. Das sind Teile, die werden groß wie ein kleiner Fußball, und das meine ich tatsächlich so, Riesenteile, und die haben bei uns teilweise im Keller, im Garten draußen, wenn wir Mäuse im Garten hatten, im Keller drin, habe ich die Frösche reingesetzt über Nacht und wir hatten keine Mäuse mehr, dafür doppelt so große Frösche, wenn ihr wisst, was ich meine. Also das war fantastisch. So, hier, jetzt suchen wir mal den Frosch, okay, hier habe ich ihn schon, boah. Auch ein klasse Modell. Das finde ich schön. Ich habe mich nämlich schon hier gewundert bei diesem Bild hier. Normalerweise haben diese Frösche hier so dunkle bzw. braune Kleckse auf dem Körper. Und hier sind sie grün. Das hat mich ein bisschen irritiert. Und ich sehe es jetzt hier am Modell. Hier schon absolut richtig dargestellt. Sieht doch klasse aus, oder? Habt ihr so ein Teilchen mal schon in echt gesehen? Müsst ihr euch mal angucken. Sind wirklich wunderschöne Frösche. Vor allem herrlich bizarre Lebewesen. Ganz groß. Großartig. Die buddeln sich immer komplett in die Erde ein und ihr seht eigentlich nur gerade so mit Ach und Krach die Augen rausstehen, und wehe, es bewegt sich irgendwas an ihnen vorbei, dann gibt es ein kurzes Erdbeben und das Tierchen ist verschwunden und der Frosch doppelt so groß bzw. fett. Also ganz großartige Amphibien. So, auch ihn gleich hier rausschneiden, befreien aus seinem Päckchen. Den schauen wir uns noch an und dann muss ich schon wieder einen Cut machen, sonst wird es zu lang. Schaut euch den an. Ist der nicht Hammer? Ich bin absolut begeistert. Hammermäßiges Modell. Ja, und natürlich wieder absolut flach. Hammer. Da hat man gar nichts gemacht, aber dem sei alles verziehen. Schaut euch das an, wenn der hier sitzt. Sieht der nicht klasse aus? Also Hammer. Fast wie echt. Wirklich fast wie echt. Ach, ich freue mich so. Was eine tolle Serie. Ist nicht herrlich? Man kann auch heute noch Hersteller und Serien entdecken, wo ich, ja, nie dran geglaubt hätte. Wahnsinn. Auch er, ein richtig schönes Grün, ganz tolles Grün hat man hier genommen. Dann, wie schon gesagt, diese dunklen Flecke. Hier hat man so ein olives, dunkles Grün genommen, ein bisschen schmutziges Grün. Und man hat noch so eine schwarze Outline drumherum gezogen. Könnt ihr das sehen? Also auch das ist relativ aufwendig. Auch hier schön dieses Muster an den Beinen hier hinten. Also nicht einfach nur dunkelgrüne Kleckse drauf gebatscht, sondern auch noch mit einer schwarzen Farbe ganz, ganz dünn drumherum gemalt. Das finde ich großartig, wirklich schön. Dann hier Unterseite an der Kehle noch ein paar Flecken dran gebrushed. Die sind nicht gemalt, die wurden tatsächlich gebrushed. So, auch hier noch ein paar Muster an den Vorderbeinen hier
Ganz großartig. Auch die Augen hier in Gold mit einer schwarzen Pupille. Und wenn ihr richtig hinschaut, seht ihr, die Augen sind nicht nur Gold, sondern man hat noch so, ja, so ein Kupfer mit reingemalt. Oder so ein Metallic Braun, wenn ihr das sehen könnt. Also das ist doch absolut klasse. Mein Gott, haben die sich Mühe mit diesen Figuren hier gegeben. Was glaubt ihr, was für eine Arbeit dahinter steht, bis die ganzen Figuren hier bemalt sind und alle zusammen in die Box hier gepackt. Wahnsinn. Und ich sag's nochmal, der Preis ist eigentlich absolut lächerlich. Das teuerste war der Versand bzw. die elenden Zollgebühren. Was willst du machen? Ist halt so. Drum hoffe ich, dass die Serie irgendwie über kurz oder lang ihren Weg nach Deutschland finden wird. Ganz großartig. Hier, unser Hornfrosch. Was haben wir hier für eine Größe? Auch ihn messe ich jetzt natürlich. Von der Schnauze bis hinten sind wir hier bei 6 cm. Und die Höhe, ganz grob, ist nicht allzu hoch. Ich würde mal sagen, so knapp 3 cm. Sorry, ich habe es wieder außerhalb im Bild gehalten. Also in etwa 3 cm. So, also der Hornfrosch. Und jetzt stelle ich die alle hier kurz nebeneinander hin. Alle Frösche, die wir jetzt angeschaut haben. Schaut euch das an. Ist das nicht ein tolles Bild, wenn die alle hier so nebeneinander und voreinander stehen? Ach, ich finde das toll. Ich finde das klasse. Soll ich die anderen auch noch dazu setzen? Komm, ich setze die auch noch dazu. Und wie schon gesagt, ganz zum Schluss setze ich die alle mal rundherum auf diese Platte hier. Und dann habt ihr einen richtig schönen Vergleich. So, den setze ich hier hin. Also, die haben wir bis jetzt ausgepackt. Wie viel haben wir? 2, 4, 6, 8. Also, 16 sind's. Nochmal 8 Frösche auspacken. Und ich bin jetzt schon beim dritten Video. Boah, die Zeit rast aber auch wie verrückt. Also Leute, könnt ihr euch drauf freuen. Es kommen noch viele, viele ganz, 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 ganz tolle Frösche. Ich bin total begeistert. Colorata, you make my day. Weltklasse. Also Leute, dann bis zum nächsten Teil. Ciao, tschüss und bis gleich. Euer Ruppi.